Und damit herzlich willkommen zurück bei Dungeon of the Endless. Hier auf Ebene 5, wo wir beim ersten Versuch völlig verkackt haben. Und jetzt geht es ein bisschen um die Wurst. Und ich hoffe einfach, dass das alles jetzt gut klappt. Also auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Und ich will auch nicht lange um den Brei reden. Lange reden, kurzer Sinn. Einfach drauf los. Sonst wird das alles nichts. Und wir versuchen wirklich dieses Mal konzentriert straight Richtung Erfolg zu spielen. Um es einfach zu schaffen, den Dungeon. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass wir so schnell wie möglich diese Tür finden, um da durchzugehen halt. So, wir hauen uns natürlich erstmal das Dingens rein. Und also das Industriemodul und dazu natürlich, weil es Spaß macht, drei Geschütze direkt dran. Und wir gehen weiter runter direkt. Weil der Dungeon wird groß sein. Er wird verdammt groß sein. So, die braucht keine Hilfe. Das schafft sie alleine. Jawohl, bam. So, wir sehen, sie arbeitet jetzt daran. Also voll cool eigentlich. Das chillt richtig. Hier werde ich noch kein Modul morgen, glaube ich. Wobei. Nee, das ist so zwischen den Räumen. Das ist ein bisschen nervig. So, wir gehen direkt weiter runter. Und gucken. Okay, hier ist gar nichts. Das ist geil. Also das ist auf jeden Fall ein ziemlich geile Aktion gerade hier, weil wir brauchen hier keinen Dust, aber wir haben auch keinen Dust bekommen, also gleicht sich das irgendwie wieder aus. So, wir gehen runter, bis es kaputt geht hier. Bis es dann keine Tür mehr gibt. Aber es scheint so. Ich habe das Gefühl, dass ich hier meine Verteidigung aufziehen muss. Ich habe das Gefühl, ich kann es euch nicht erklären. So, wir werden hier direkt weitergehen. Also bis zum Ende hin halt. So, das ist natürlich jetzt scheiße, weil den mit Licht zu füllen ist natürlich ziemlich sinnlos eigentlich. Nee, du solltest eigentlich hier bleiben. Nee, das ist eigentlich total sinnlos, weil er ist einfach klein und er bringt mir gar nichts. Das heißt, ich muss früher oder später den Raum sowieso wieder dunkel machen. Also das Licht entnehmen, damit ich Energie habe für einen anderen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo wir hier weitergehen. Ich würde sagen hier unten, weil wir haben ja hier gerade noch die Verteidigungslinie aufgebaut. Aber eigentlich ist es egal. Wir können auch... Ja, wir gehen erstmal hier weiter. Schauen, was hier so abgeht. Ja, da kommt jetzt direkt so einer. Okay, der greift gar nicht an. Das heißt, wir können ein bisschen drauf rumkloppen. Aber da wird er sowieso gestoppt. Also, kein Grund zur Panik. So, weg ist er. Wir holen uns natürlich doch das Dust hier. Den Dust. Das Dust. Den Dust. Die Energie. Na, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt haben wir hier kein Licht. Und das meine ich halt. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall die Verteidigung reinmachen. Und am besten das Licht hier rausnehmen und hier reinmachen. Weil ich hier halt weitergehen möchte. Es könnte schon sein, dass jetzt zwei Wellen kommen.
Ich habe den Ausgang schon gefunden. Das heißt, wir könnten eigentlich schon weitergehen, aber das wäre natürlich sinnlos. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir nicht. So, hier auch schon der nächste Raum, der straight into the wall geht. So, wie viel kommen? Ach so, ja, da brauche ich ja gar nicht. Okay, ja, komm, wir gehen hier rein, dann ist er schneller down. Das schaffen wir so. Bis jetzt noch alles in Butter. Also keine Schwierigkeit im Moment. Aber wenig Energie wieder. Das ist, da wird auf jeden Fall wieder einer rauskommen. Also hier kommt die Verteidigungslinie hin. Wir haben ja genug. Wir haben genug. Auf jeden Fall, also an Industrie. Das heißt, wir können hier eigentlich ein taktisches Hut hinbauen. Dann haben wir nämlich 18% mehr Angriffskraft. Und ja. Es wäre natürlich auch cool, wenn wir hier direkt auch noch volle Lotte reinmachen. Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil ich will das unbedingt so gut machen wie möglich. So, hier scheint. Oh, eine Truhe, das ist cool. Was haben wir hier? Photonen. Entschleuniger. Okay. Was kann der? Oh. Oh. Okay. Also nichts. Ja, gut. Komm. Dann kriegt die den. Und hier sind wir dann, glaube ich, so gut wie fertig. Nee, Moment. Du sollst hier bleiben. So, also hier ist auf jeden Fall schon mal der Ausgang und da werden Gegner rauskommen. Hier werden Gegner rauskommen und hier. Und es. Oh, fuck, ey. Ich habe halt nicht genug Energie und das geht mir ein bisschen auf die Nüsse. Aber ich kann mich so oft beschweren, wie ich möchte. Wird auch nicht besser. So, jetzt kommen sie nämlich. Das heißt, wir schicken die mal. Hier in den Raum. Komm mal weg da. Komm mal weg da, habe ich gesagt. Oh Gott, sind das viele. Aber kein Problem. So, dann reparieren wir schnell. Bam. Okay, das haben wir auf jeden Fall schon mal gemeistert. Das ist gut. So, das heißt, du kannst wieder an dein Modul da rangehen. Ja, da werden natürlich immer wieder Gegner rauskommen. Schwierig, schwierig. Das heißt. Ah. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil die ist die stärkste, aber die kann mein Modul halt auch nur als einzige verbessern. Aber eigentlich brauche ich die hier unten. Ja, es geht nicht anders. Das geht einfach nicht anders. Was soll ich machen? Die muss unbedingt hier in diesem Raum bleiben, weil wenn die Gegner hier die ganze Zeit kommen, dann stehen wir schneller auf dem Schlauch, als ich gucken kann. Und hier werde ich auf jeden Fall auch volle Lotte reinmachen. Weil ich habe so ein bisschen Angst vor diesen Eisgolems, die da immer kommen. Die hauen richtig rein. Die zerstören das Modul innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Sekunden. Und, naja. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir direkt weiter? Ich würde sagen, wir bleiben mal hier unten. Ja, das ist natürlich jetzt wieder so ein Drecksraum. Oh. Ja, haben wir natürlich jetzt nicht genug, aber der sieht cool aus. Der sieht OP aus irgendwie. Das heißt, du musst aber noch ein bisschen bleiben. Chill mal ein bisschen da, okay? Chill da ein bisschen. Und wir haben den Forschungsstein.
So, jetzt kommen zwei Wellen. Und wir haben wieder Energie. Werde ich. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die Energie da reinmachen. Okay, von da aus kommen welche. Die haben wir noch nicht. Okay. Was können wir denn? Pfefferspray, Tesla-Modul. Okay, moderaten. Ich glaube, das machen wir mal. Ja, ich glaube, das machen wir mal. Der greift nämlich nur die an, die Module angreifen können. Also, es ist auf jeden Fall ganz praktisch, das Ding. So, und da haben wir auf jeden Fall keine Probleme. Das ist gut. So, das heißt, du kannst da mal weiter rumlaufen. Oh, jetzt kommen die natürlich von da. Oh. Oh. Ah. Das ist jetzt ein bisschen problematisch, weil das ist ziemlich nah am Energiekristall. Okay, wir hoffen einfach mal. Muss ich unbedingt ausleuchten. Und jetzt ist der Raum auf. Bäh, zum Kotzen. Okay, dann werde ich die auf jeden Fall mal vorsichtshalber in den Raum schicken. So, sorry dafür, kleiner Schnitt hier. Aber habt ihr ja sowieso wieder nicht gemerkt. War wieder so schnell. Das merkt man nicht. So, jetzt erstmal hier die Lage checken. Und ich würde sagen, einfach hier weitergehen. Das andere bleibt mir nicht übrig. So, jetzt kommen die Gegner hier. Ja, chill mal. Okay, wir müssen die mal ein bisschen verteidigen hier. Perfekt. Okay, so, wir können jetzt wieder einen Raum mit Energie füllen. Da unten müssen wir nicht weiter. Das heißt, den werden wir mit Energie füllen. Boah, diese Giftwolke, die geht mir auf den Sack. Weil ich so langsam bin. Weil ich so scheiße langsam bin. Jetzt fällt mir gerade auf, so ein Wissenschaftsmodul wäre auch nicht schlecht. Aber ich habe gerade leider keinen vernünftigen Platz, wo ich das reintun, wo ich das hinsetzen könnte. Das ist natürlich jetzt problematisch. Naja, egal, wir gehen erstmal weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal. Ach, guck mal, die kann Level up. Machen wir direkt mal. Sauber, die kann jetzt auch große Module betätigen. Das ist geil. Das heißt, wir können. Ah, ist eigentlich. Ah, ist sinnlos. Lassen wir die mal hier so. Oh, kann sogar. Ah, sogar die Module benutzen. Das heißt, wir gehen jetzt mal weiter hier Richtung. Oh. Noch ein Forschungsstein. Aber. Oh, guck mal, da haben wir den Gefangenentreiber 2. Den brauchen wir locker. Auf jeden Fall brauchen wir den. Das heißt, wir bauen uns irgendwo jetzt ein Wissenschaftsmodul hin. Die Frage ist, wo? Hier am besten. Und dann sollten wir das schon gleich erforschen können. Wenn wir hier die Tür aufmachen.
Ne, bitte, danke, tschüss. Es kommen keine Gegner, das ist gut. Das ist sehr gut. Aber wir haben hier richtige Probleme gleich, wenn da jetzt gleich Gegner kommen, weil wir bekommen keinen Dust. Wir bekommen einfach keinen Dust. Es ist zum Kotzen. Ja. Das heißt, wir werden mal hier das so machen, einfach. Gucken, was passiert. Und die geht jetzt mal runter an das Dingen und die geht hier hoch. Weil wir haben nur noch die Tür hier zur Verfügung. Und hoffen einfach, dass wir genug Dust bekommen. Okay. Ja, der ist schon kaputt. So, jetzt wird's haarig. Ja, kein Problem. Also. Da haben wir auf jeden Fall uns gut verteidigen können. Und jetzt haben wir. Wo tun wir jetzt den Strom rein? Hier. Oh Gott, hier ist wieder so ein Ding. Ich habe voll Angst vor dem Ding. Ich glaube, ich lasse es einfach in Ruhe. Ich glaube, ich lasse es einfach in Ruhe. So, ich guck mal eben. Ich glaube, noch eine Tür, oder? Dann haben wir das. Ah, noch zwei Türen. Fuck. Okay, los geht's. Jawohl, und noch ein bisschen Industrie dazu. Sehr gut. Und uns fehlt immer ein Dust zum nächsten Energieknoten, den wir brauchen. Ach, das ist so ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. So, ich habe richtig Angst vor diesen Golems. Die sind, weiß ich nicht, die sind richtig schlimm. Und jetzt kommen wir so in die Phase, wo es wirklich schwer wird. Wo es richtig schwer wird. Ich denke, wir machen das anders. Die wird jetzt mal weggehen da und mit mir kommen. Und die bleibt da unten. Oh Gott. Wobei das eigentlich sinnlos ist. Weil wenn die nämlich. Die haut zu sehr rein. Wir brauchen hier die Verteidigung. Das heißt, die haut jetzt wieder rein. Also es war eine schlechte Idee von mir, die zu tauschen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal weiter und gucken, was passiert. Und so viele Türen. Fucking shit. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. So, wo ist die andere? Da ist die andere. Die muss jetzt mal hier rein. Und die muss da rein. Und die hat den Befehl, hier reinzugehen. Okay, schnell. Okay, das sind scheiße viele, Mann. Okay. Wir haben es geschafft.
Oh, nice. Okay, wir konnten es noch verteidigen. So, hier kommt natürlich Licht rein. Und so viel von diesen Geschützen wie geht. Oh Leute, es wird haarig. Es wird richtig schwer. Und wir brauchen eigentlich den, aber wir haben nicht genug Nahrung, Mann. Wir haben einfach nicht genug Nahrung. Um hier weiterzumachen. Aber ich will unbedingt noch wissen, was in den nächsten Räumen ist. Deswegen werde ich jetzt hier aufmachen. I don't care. I don't fucking care. Oh. Okay. So, von wo kommen die jetzt? Ab da runter. Komm schneller. Komm bitte schneller. Shit. Okay, der hat richtig reingehauen. Brauchen wir unbedingt wieder. So, dann gehst du jetzt mal reparieren. Nee, nicht du. Du gehst reparieren. Ja, und unser Nahrungsmodul ist auch weg. Ja. So viel dazu. Da haben wir noch ein bisschen Dust. Oh, da haben wir noch ganz viel Dust. Aber es wird nicht reichen, oder? Nein, doch. Oh, doch. Okay, es reicht für einen Knoten. Okay, wir haben jetzt zwei. Jetzt. Ich werde jetzt dieses Ding einfach aktivieren. Mach es einfach, komm. Bitte mach es einfach. Oh Gott, Alter. Ach, das kostet 30. Ja, da kommen wir eh nicht dran. Okay. Wir haben hier gar keine Verteidigung mehr. Oh. Jetzt stehen wir wieder vor der Entscheidung. Ob wir weitergehen einfach oder ob wir die beiden Türen noch aufmachen. Ich glaube, ich werde es einfach hierbei belassen. Und diese Räume einfach ausschalten. Um die einfach hier rein zu aktivieren. So, hier haben wir noch, was haben wir hier? Ein Forschungsstein. Der Typ ist tot. Und den Aufseher können wir eh nicht rekrutieren. Boah, jetzt wird nächste Runde richtig schwer. Es wird richtig schwer nächste Runde. Weil wir keine Industrie haben und einfach keine Nahrung und keine Wissenschaft. Und wir haben nichts eigentlich. Und ich werde jetzt einfach. Ja. Den Energiekristall nehmen und abhauen. Das heißt, die können auch schon mal da Richtung Ausgang gehen. Und die holt sich jetzt den Energiekristall und macht sich mal ein bisschen vom Acker. Weil das werden wir nicht überleben, wenn wir jetzt noch eine Tür aufmachen. Wir müssten schon extrem Glück haben, um das zu überleben. So, jetzt geht's los hier. Und tschüss, Jungs, tschüss. Oder Aufseher. Mit seinem fliegenden Rollstuhl, Mann.
Zieh, Junge, zieh. Jawohl, und tschüss. So, Level 5 haben wir geschafft, Mann. Sauber. Auch wenn nicht wirklich gut. Aber uns fehlt natürlich auch ein Held. Hätten wir jetzt noch einen vierten Helden gehabt, dann hätte es vielleicht besser ausgesehen. Warum ist hier alles Schrott außer dem Fahrstuhl? Ja, haben wir schon mal gelesen. Ja, wiederholt sich auch. So, auf zum nächsten Level. Dungeon 6 jetzt. Also wir haben jetzt die Hälfte. Wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen. Und, ja. Ach, guck mal, ich habe die jetzt freigeschaltet. Das ist geil. Boah, die haut richtig ran. Okay, ja. Das war Dungeon 5 von Dungeon of the Endless. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen hoch richtig freuen. Und ein Abo, ne? Ein Abo. Ein Abo oben rechts, da siehst du so einen Abo-Button. Kannst du draufklicken, abonnieren und dann siehst du uns immer auf der Startseite und du hast, vergisst uns nicht, du vergisst uns nicht. Und unten unter dem Video ist natürlich auch nochmal ein Abonnieren-Button, da kannst du auch draufklicken. Und ich hoffe, du schaltest bei der nächsten Folge von Dungeon of the Endless wieder ein. Bis dahin, ciao, ciao.